Innovation und Wachstum, Zukunftschancen für die deutsche Wirtschaft. Unter diesem Motto stand der Abend mit dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, bei BMW Stadag in Norderstedt. Im Wirtschaftsdialog stand Volker Kauder Rede und Antwort zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Politik. Ja, vielen Dank, Volker Kauder, heute im Wirtschaftsdialog bei B2B Nord. Unsere Zielgruppe Unternehmer rauf und runter und deswegen für uns natürlich wichtig eigentlich nur zwei Fragen, um die ich um eine Antwort oder um einen Weg von Ihnen bitte. Punkt 1 ist sehr wichtig für Unternehmer im Moment, das Thema Mietpreisbremse. Ein Thema, mit dem man wunderbar natürlich Wahlen gewinnen kann, wo man auf der anderen Seite, wenn wir rumfragen, bei den Verbänden, bei den Mieterverbänden, die sagen, wir sind gar nicht so glücklich dabei, weil wir befürchten, dass nicht mehr so viel renoviert wird. Die Hausbesitzer sagen, wir werden nicht mehr so viel reparieren. Und wir haben an Punkt 3 die Handwerker, die sagen, wenn nicht mehr so viel renoviert wird, können wir auch keine Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, keiner ist eigentlich zufrieden mit der Situation. Bringen Sie uns da ein wenig auf den Weg und geben uns ein bisschen Hoffnung mit. Ja, die Mietpreisbremse ist ja in erster Linie ein Thema für große Städte. Sie gilt ja nicht bundesweit, sondern sie gilt in ganz bestimmten Gebieten, die die Länder ausweisen können. Und da sind noch gar nicht viele Gebiete ausgewiesen. Es war ein Thema vor allem für die großen Städte, wo wir Probleme haben, dass die Menschen noch preiswürdige Wohnungen finden können. Ich war jetzt gerade bei Haus und Grund bei einer großen Veranstaltung und da war man dann doch etwas entspannter, als es noch vor Monaten geklungen hat, weil man weiß, dass es nur in einigen Gebieten tatsächlich stattfindet. Beispielsweise in ganz Nordrhein-Westfalen ist noch kein größeres Gebiet ausgewiesen und im Übrigen haben wir die Renovierungsklausel, so wie sie bisher auch war, es können Renovierungen auf die Miete umgelegt werden. Also ich glaube, so dramatisch ist es nicht. Da müssen wir gleich zu Thema 2 kommen, was uns, glaube ich, hier alle bewegt. Und das ist seit langer Zeit das Thema Mindestlohn. Es gibt niemanden, der mehr ernsthaft über die 8,50 Euro redet. Aber was natürlich für uns alle sehr schmerzhaft ist, ist die Praxis, wie das gehandelt wird. Wir haben vor 2 Tagen gerade im Fokus gelesen, dass Unternehmen mit Polizisten, Waffen im Anschlag, Ausgänge versperrt, bewaffnet mit Maschinenpistolen, Kreuzverhöre von den Mitarbeitern. Das sind natürlich ganz fürchterliche Nachrichten, weil eigentlich wollen wir alle nur Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wir wollen einfach nur arbeiten. Ich weiß, dass die CDU im April versucht hat, ein wenig das Ganze noch zu glätten. Da würde mich interessieren, gibt es eine Chance, dieses Gesetz irgendwie in die Realität zurückzuholen? Also es gehört natürlich zu einem Gesetz auch, dass man überprüft, ob dieses Gesetz auch angewandt wird. Und da gibt es einige Bereiche, beispielsweise in der Gastronomie, die mir sagen, dass sie die Arbeitszeiten bisher gar nie haben einhalten können, auch gar nicht eingehalten hätten. Es sei nur nicht dokumentiert worden, nicht überprüft worden. Das ist natürlich kein guter Weg, den wir gehen. Und jetzt geht es darum, dass die 8,50 Euro, um die es eigentlich bis auf einige Bereiche in den neuen Ländern, wo es Schwierigkeiten gibt, gar nicht mehr geht, sondern um die Umsetzung und die Dokumentation. Und da sind wir im Gespräch mit der Bundesarbeitsministerin, ob wir da noch eine etwas geschmeidigere, praxisgerechtere Anwendung finden können. Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Es haben auch Gespräche mit Wolfgang Schäuble, der für den Zoll zuständig ist, die ja die Kontrolle machen, stattgefunden. Und er hat gesagt, was da an martialischen Dingen gesagt würde, träfe so nicht zu. Es wird sehr martialisch, beispielsweise am Bau. Und dort haben wir auch Erfahrungen gemacht, dass es dort durchaus auch kriminelle Strukturen geben kann und da muss natürlich der Zoll auch entsprechend aufpassen. Aber es ist nicht so, dass in eine normale Bäckerei der Zoll nun mit Maschinenpistole im Anschlag einfällt. Die Erfahrungen konnten nicht richtig verifiziert werden. Aber es muss kontrolliert werden und vor allem bei den Bereichen, wo es Schwierigkeiten gibt in der Gastronomie, sind die
Bundesländer zuständig für die Arbeitszeitordnung. Ich sehe sehr wohl ein, dass es schwer ist, wenn die 10 Stunden mögliche Arbeitszeit erreicht sind und die Hochzeitsgesellschaft nicht heimgehen will, dass der Wirt in große Schwierigkeiten kommt. Und da muss es bessere Möglichkeiten für Ausnahmen geben. Das hätte es aber bisher schon geben müssen, es wurde noch nicht kontrolliert. Das Beispiel, es war ein Zulieferer der Autoindustrie für Autoreifen, tatsächlich so passiert, also kein Bau. Und natürlich ist dann die Frage gewesen, wenn bei mir der Steuerfahnder kommt, ist er ja auch nicht mit einer Hundertschaft dabei, auch nicht bewaffnet. Und die Aussage von Frau Nahles war dann, man würde bei Seniorenwohnanlagen bei der Überprüfung in Zukunft auf Waffen verzichten. Deswegen nochmal die Frage, ich muss für die Mittelständler da immer wieder in die Bresche springen. Die Polizei, wenn sie irgendwo hinkommt, hat sie auch immer eine Waffe dabei. Es ist die Frage, wie man damit umgeht und das wird sicher noch geklärt werden müssen. Es kommt kein Polizeibeamter, auch wenn er ein Parkvergehen hat, ohne dass er eine Waffe dabei hat. Das gehört halt zur Amtsausstattung. Aber und so ist bei Zollbeamten auch. Aber Steuerprüfer kommen ohne. Ja, es sind aber keine Steuerprüfer, die hier kommen, sondern es überprüft eben der Zoll, weil das so gewünscht war, damit nicht die Länder die Kontrollen machen müssen. Und der Zoll, der kann nicht, der hat am Tag mehrere Dinge zu tun. Wenn er morgen beim Bäcker anfängt und am Abend irgendwo auf einer Baustelle, da kann er nicht mehrfach sein Outfit wechseln. Deswegen geht es darum, dass man da so miteinander umgeht, dass die Menschen also jetzt wirklich damit leben können. Das wird sich sicher noch einspielen müssen, das gebe ich recht. Gibt es einen Termin? Wir hatten ja den April. Heute berichtet gerade... Nein, es gibt keinen Termin. Wir sind im Gespräch und da kann ich jetzt keinen Termin nennen, sondern das muss man abwarten. Ich hoffe, dass wir möglichst noch vor der Sommerpause fertig werden können, weil im Sommer sind ja gerade im gastronomischen Bereich viele davon betroffen mit vielen Festen. Also ich hoffe, es geht auch noch um die Landwirtschaft, um die Saisonarbeitsbereiche in der Landwirtschaft. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt dann bald fertig werden. Also abschließendes Wort von Ihnen. Welt berichtet heute gerade, 160.000 Minijobs schon verloren gegangen. Wir haben Hoffnung, dass die zurückkommen können. Ich glaube, weiß es nicht, ob diese Minijobs zurückkommen. Man muss ja sehen, inwieweit Minijobs vielleicht in was anderes umgewandelt wurden. Es kann sein, dass der ein oder andere Minijob auch verloren wurde. Ich muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass natürlich eine gerechte Bezahlung auch notwendig ist. Wir haben als Union immer gesagt, Leistung muss sich lohnen. Und derjenige, der arbeitet, muss mehr haben, wie wenn er nicht arbeitet. Und wenn einer 40 Stunden arbeitet, sollte er doch so viel verdienen, dass er nicht auch noch Stütze beantragen muss. Deswegen sind die 8,50 Euro im Grundsatz nicht zu kritisieren in der Höhe. Im Verfahren ist es etwas schwieriger. Wir wollten in der letzten Legislaturperiode mit der FDP einen tariflichen Mindestlohn. Das wollte man damals nicht. Auch die Arbeitgeber nicht. Und da sieht man, was passieren kann, wenn man nicht rechtzeitig das Richtige tut. Vielen Dank, Herr Kauder. Im Anschluss stand Volker Kauder dem Publikum bei Stadag für Fragen zur Verfügung.